Gillian ist ein 7-jähriges Mädchen, das in der Schule einfach nicht ruhig sitzen bleiben kann. Sie steht ständig auf, lässt sich ablenken, fliegt mit den Gedanken und folgt dem Unterricht nicht. Ihre Lehrer sorgen sich um sie, bestrafen sie, schimpfen mit ihr, belohnen die wenigen Male, an denen sie aufmerksam ist, aber nicht. Gillian weiß nicht, wie man still sitzt und kann nicht aufmerksam sein. Wenn sie nach Hause kommt, wird sie auch von ihrer Mutter bestraft. Gillian hat also nicht nur in der Schule schlechte Noten und wird bestraft, sondern leidet auch zu Hause darunter. Eines Tages wird die Mutter von Gillian in die Schule gerufen. Die Frau, traurig wie jemand, der auf eine schlechte Nachricht wartet, nimmt Gillian an der Hand und geht in den Besprechungsraum. Die Lehrer sprechen von Krankheit, von einer offensichtlichen Störung. Vielleicht ist es Hyperaktivität oder vielleicht braucht sie ein Medikament. Während des Gesprächs kommt ein alter Lehrer, der das kleine Mädchen kennt. Er bittet alle Erwachsenen, Mutter und Kollegen, ihm in einen Nebenraum zu folgen, von dem aus man Gillian noch sehen kann. Als er geht, sagt er ihr, dass sie bald zurückkommen werden und schaltet ein altes Radio mit Musik ein. Als das Mädchen allein im Raum ist, steht sie sofort auf und beginnt, sich auf und ab zu bewegen, um die Musik mit ihren Füßen und ihrem Herzen in der Luft zu verfolgen. Der Lehrer lächelt, als die Kollegen und die Mutter ihn zwischen Verwirrung und Mitleid ansehen, wie es bei einem alten Menschen so oft der Fall ist. Endlich sagt er: Seht ihr? Gillian ist nicht krank. Gillian ist eine Tänzerin. Er empfiehlt ihrer Mutter, sie zu einem Tanzkurs zu bringen und ihre Kollegen sollten sie von Zeit zu Zeit einfach tanzen lassen. Sie nimmt an ihrer ersten Stunde teil und erzählt ihrer Mutter mit strahlenden Augen, als sie nach Hause kommt: Alle sind dort so wie ich. Keiner kann da ruhig sitzen. Nach einer Karriere als Tänzerin, der Eröffnung ihrer eigenen Tanzakademie und internationaler Anerkennung für ihre Kunst wurde Gillian Lynn 1980 Choreografin des Musicals Cats. Hoffentlich finden alle sogenannten andersartigen Kinder Erwachsene, die sie so annehmen, wie sie sind und nicht so, wie es ihnen gefällt. Lang leben die Unterschiede, die kleinen schwarzen Schafe und die Unverstandenen. Sie sind es, die Schönheit in diese Welt bringen. Wir brauchen mehr Tänzer.